Hey zusammen und damit ein unglaublich herzliches Willkommen zum Motoblog und der nächsten Folge der Videoreihe 48 vom Schnapper zum Traumbike. Wir haben in dieser Folge schon einiges geschafft, einige Teile ausgebaut und umgestaltet. Jetzt wollen wir uns mal mit dem Kennzeichenhalter befassen. Der Kennzeichenhalter wird in diesem Fall fast klassisch an die Seite wandern und beinhaltet ein elektronisches Bauteil. Wenn wir an die Elektrik am Bike gehen, dann gehen für mich immer Alarmlampen an. Denn zum einen wirst du ungefähr wissen, was du da machst. Und wenn du wenig Erfahrung hast oder keine Ahnung hast, mal ganz ehrlich zu dir selbst sein, dann holst du dir bitte Hilfe, jemanden, der es dir macht. So, ich bin Elektriker, ich weiß ungefähr, worum es geht. Okay, Interesse an einem seitlichen Kennzeichenhalter, vielleicht auch für deine 48, bitteschön. Okay, der Aufbau beinhaltet gar nicht so viele Schwierigkeiten. Wir haben hier diesen Träger, an dem gleich jene Platte angeschraubt wird und die Kennzeichenbeleuchtung, die an diesen Träger kommt. Dafür haben wir diese ganz kleinen Schräubchen hier. Lass sie nach Möglichkeit nicht runterfallen, die sind schnell weg. Die Kennzeichenbeleuchtung selbst hat, mal gucken, ob du das erkennen kannst, ein E-Prüfzeichen, eine E-Nummer. Siehst du das? Ohne diese E-Nummer sind solche Teile nicht zugelassen. Das solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du dir Teile für dein Bike kaufst. Es wird sonst ziemlich schwierig und nervig bei der TÜV-Abnahme. Die zusammengesetzte Kennzeichenbeleuchtung kommt jetzt hier an diese Halterplatte. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Wie schon erwähnt, kannst du den hier an die Seite ansetzen, das Kennzeichen von oben nach unten so. Oder du setzt das Ding oben an und dann leuchtet das von oben aus Kennzeichen. Ich setze den jetzt einfach mal von der Seite an, weil ich das bei mir auch so habe. Ich glaube, ich finde das eigentlich relativ hübsch. Schwierig war das ja bis hierher nicht. Die Platte ist damit fertig und kann an den Träger angeschraubt werden. Dieses massive Stück hat drei Löcher mit Innengewinde für unsere Schrauben, die wir hier noch übrig haben. Und du hast hier die Möglichkeit, dir den Platz zu wählen. Also ein bisschen weiter unten oder hier ein bisschen weiter oben die Platte, je nachdem, wie du es gerne hättest. Links und rechts kannst du auch noch variieren. Je nachdem, wie das nachher an deiner Maschine passt. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Ding so anzusetzen, dass das Kennzeichen nirgends schleift oder schrapelt oder dass es irgendwie zu eng werden könnte. Der erste Schritt an der Maschine beinhaltet jetzt auf jeden Fall die Demontage des originalen Kennzeichenhalters. In diesem Fall ist es dann halt dieser, Gummilappen, sagen wir mal. den Reflektor werden wir noch brauchen, wenn nicht diesen, dann einen ähnlichen, der auf jeden Fall ein E-Prüfzeichen hat. Wenn deine Maschine nicht diesen Kennzeichenhalter hat, sondern einen anderen, der hier oben sitzt oder keine Ahnung wie, dann musst du das auf jeden Fall ein bisschen übersetzen. Aber grundlegend, der erste Schritt ist die Demontage des Kennzeichenhalters. In diesem Fall werde ich dazu diese beiden Schrauben lösen. Einmal diesen und auf der anderen Seite entsprechend. Die sehen ein bisschen anders aus. Das sind nicht Originalschrauben, weil hier noch eine Sissi-Bar angesetzt war. Damit ist der Kennzeichenhalter hier auch schon gelöst. Das Kabel läuft auf der Innenseite hier lang, kommt hier vorne wieder raus. Das siehst du. Grau ist übrigens das Blinkerkabel für beide Seiten. Schwarz ist das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung. Und diesen Stecker, den werden wir hier gleich trennen.
schwupp, das ist ein ziemlich wichtiger Schritt, denn wir werden das Kabel hier hinten an der Kennzeichenbeleuchtung, schau mal hier, durchnipsen, denn den ganzen Kram hier brauchen wir nicht mehr. Das Kabel legen wir dann sauber und ordentlich entlang der, des Rahmens runter zum neuen Kennzeichenhalter. Diesen Träger wirst du vermutlich mit dem Kennzeichenhalter rausnehmen. Der gehört auf jeden Fall wieder drunter geschraubt, denn er sorgt hier hinten für Stabilität. Ne? Auf keinen Fall weglassen, du kannst auch hier oben dann die Schraube sonst nicht reindrehen. Der gehört hier unten wieder reingeschraubt. Anschließend lässt sich das Kabel hier von der Seite mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rausziehen. Wenn du merkst, es stockt, es ist absolut zu schwer, dann lässt du das Ganze sein, baust den Rahmen auf der linken Seite ab. Insofern das aber einigermaßen leicht ist, ziehst du das Kabel raus. Schau mal hier, da sind wir. Das ist die Stelle, die wir vorhin abgeknipst haben. Wenn du das abknipst, ohne vorher den Stecker zu trennen, dann fabrizierst du einen Kurzschluss. Ne? Muss nicht sein. Denke daran, auf jeden Fall den Stecker vorher zu trennen. Okay, als nächstes suchen wir uns einen neuen Weg für das Kennzeichenbeleuchtungskabel. Ne? Lief ja vorher hier rein, jetzt werden wir hier unten in dem Rahmen durchlaufen, hier entsprechend lang und dann zusammen mit der Bremsleitung nach hinten über die Schwinge zur neuen Kennzeichenhalterung laufen. Das Kabel wird so verlegt, dass es nicht beschädigt werden kann, nicht auf Zug geht. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich dir das nochmal mitgeteilt habe, denn freiliegende Kabel sehen zum einen nicht nur ein bisschen blöd aus, sondern können gegebenenfalls auch deine Karre lahmlegen. Wenn so ein Kabel jetzt beschädigt wird oder anderweitig zum Kurzschluss führt, dann liegt deine Karre ganz schnell mal lahm. Diese Position hatten die Stecker vorher und sollen sie auch im Anschluss wieder haben. Ich versuche immer so nah wie möglich am Original zu bleiben. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig nebenbei. Gut, hier und dort vorne sitzt das Kabel jetzt einwandfrei. Es endet hier vorne. Als nächstes können wir den Kennzeichenträger ansetzen. Ich habe hier die Platte schon mal angeschraubt und auf der Rückseite die Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung hier ein bisschen geschützt. Also dieses Stück hier sitzt nicht auf Spannung, ne? Also nicht auf Zug. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das ein bisschen bewegen kann. Danach habe ich hier so ein Gewebeband, Panzertape, das kennst du bestimmt, drüber gemacht. Und das Ganze nochmal fixiert mit so einem Zip-Ties, wie heißt denn das auf Deutsch? Kabelbinder, jetzt habe ich es doch schon benutzt. Kabelbinder befestigt. Den können wir jetzt hier vorne befestigen. Dazu müssen wir diese Schraube lösen. Wenn du keinen Drehmomentschlüssel hast, dann ist für dich in dem Moment Pause. Besorg dir so ein Gerät und die entsprechenden Werte, diese Anzugsmomente für die Schrauben. Denn wenn du an deiner Maschine arbeitest und die Schrauben nicht ordentlich festziehst, so wie es der Hersteller vorgibt, kann dir das im schlimmsten Fall den Arsch kosten. Ich werde hier jetzt keine Anzugsmomente nennen, vielleicht schreibe ich sie unten in die Kommentarzeile, ich weiß es noch nicht, weil es vorkommen kann, dass es zu Verwechslung kommt. Also wenn ich jetzt hier für die 14er Sportstar 48 reinschreibe, sie bekommt 114 Newtonmeter und du stehst da mit deiner Fatboy und sagst ihr, ach naja, das würde für meine auch passen, das passt nicht, du verlierst das Hinterrad und ich bin schuld am Ende, dann kommen wir vielleicht doch in Diskussionsrahmen. Da muss ich nicht haben, möchte ich nicht. Kleine Absicherung meinerseits. Hast du einen Drehmomentschlüssel zur Hand, dann können wir hier auf jeden Fall weitermachen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Los geht's. Eins noch, wir werden die Kabel, die wir hier noch haben, noch sichern. Ne, die sind zwar mit ihrer Isolierung recht gut geschützt, aber besser ist, wenn wir hier noch so einen Schrumpfschlauch drüber ziehen. Ist ein bisschen fummelig, macht aber eine ganze Menge Sinn.
Die stülpst du drüber und machst sie mittels eines Feuerzeugs so ein bisschen warm. Wupp, und dann ziehen die sich zusammen. Na, Schrumpfloch ist eine ganz tolle Erfindung. Damit schützt du die Kabel noch mal ein Stück weiter. Der Sicherungsring, der hier vorne angesetzt ist, der ist elementar wichtig. Verlier den nicht, wenn du ihn nicht haben solltest, besorg dir einen neuen. Denn wenn sich die Mutter hier mal von der Achse löst, dann verhindert dieser Ring, dass du die Mutter verlierst. Verstehst du? Diesen Ring auf jeden Fall gut behandeln. Wenn du ihn rausnehmen möchtest, dann hier mit einem solchen Schraubendreher in die Öffnungen haken und von der... Wüngen weg ist er. Von der Achse einfach runterziehen. Anschließend kannst du Maulschlüssel oder Ringschlüssel oder Knarre oder was auch immer du gerade zur Hand hast, Nuss, ansetzen und die Mutter lösen. Nun können wir die Kabel miteinander verbinden. Vom Kennzeichenhalter kommt Plus und Minus, recht simpel gekennzeichnet, rotes Plus und schwarzes Minus. Von der Harley hast du zwei schwarze Kabel. Nur ist es so, dass das erkennbar ist, indem du hier auf eine kleine Beschriftung achtest. Das beschriftete Kabel ist Plus, das Kabel ohne Beschriftung ist Masse. Ich habe die Kabel so abisoliert, dass ich die Verbindungsstellen nicht übereinander habe. Heißt, auch wenn sich die Isolierung nachher mal öffnen sollte oder beschädigt wird, haben wir nicht sofort einen Kurzschluss. Wir werden das Ganze jetzt sauber verlöten. Ich habe dazu hier so einen Lötkolben. Wir verbinden die Kabel miteinander und kommen bitte nicht auf die Idee, hier so eine Lüsterklemme zu verwenden oder das zusammenzutütteln und Klebeband drum oder solche Sachen. Gibt's alles, muss auf gar keinen Fall sein, darf auch auf gar keinen Fall sein, meiner Meinung nach. So, Schrumpflöcher habe ich schon rübergezogen. Das ist hier das gute Stück. Wenn wir nachher verlötet haben, dann ziehe ich den auf die bearbeitete Stelle, mache den warm und das zieht sich zusammen. Somit sind wir hier auf jeden Fall vor Beschädigung und Kurzschluss auf der sicheren Seite. Ich habe auf der einen Seite einen etwas größeren gewählt, der so viel Platz bietet, dass ich da nicht nur die geröteten Stellen reinkriege, sondern auch den anderen Schrumpfschlauch, der von der Kennzeichenseite kommt. Ja. Im besten Fall bringst du das alles so in Position, dass das, jetzt hakt es hier so ein bisschen, genau, sich überlappt und dann, nachdem es sich zusammengezogen hat, durch ein bisschen Wärme, schön sauber abschließt. Das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung verläuft nun also auf der Rückseite hier, gesichert und verpackt, dann hier auf der Innenseite der Schwinge gesichert und verpackt, gelötet und mit Schrumpfflöchen gesichert. Dann gehen wir hier rüber weiter, dreimal mit Kabelbindern gesichert auf der Innenseite des Rahmens zurück an seinen Platz. Hier sitzt der Stecker. So, das ist alles schön sauber und ordentlich verlegt. Das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt mal die Zündung starten, klick, füb, dann siehst du, dass die Kennzeichenlaterne schon leuchtet. Vergiss aber keinesfalls, dir hier noch so einen Reflektor zu besorgen. Der ist auf jeden Fall Pflicht. Den gibt es so schmal und klein und unauffällig beispielsweise. Muss nicht das Originalteil nehmen, was hier jetzt an deinem Moped befestigt war. Gibt es auch in hübsch, aber auf keinen Fall darauf verzichten. Wäre unnötiger Ärger, den du dir damit einfängst. Siehst du wohl, und damit sind wir schon wieder einen ganzen Schritt weiter. Ne? So ein seitlicher Kennzeichenhalter macht schon echt einen guten Eindruck, finde ich. Und gehört meiner Meinung nach auch so ein bisschen zum Stil der Sportster dazu. So, wenn du an deiner Maschine arbeitest, dann zum einen sei sorgfältig und
sauber im Umgang mit deiner Elektrik, denn es wäre unheimlich schade, wenn du zwischen Peng und Wupp irgendwo im Nebel stehen bleibst, nur weil du da irgendwo unsauber gearbeitet hast. Im schlimmsten Fall nachts im Regen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Muss ja nicht sein. Wenn du dir Anbauteile für deine Mofa organisierst, achte darauf, dass sie zulassungsfähig oder eintragungsfähig sind. Wäre schade, wenn du beim nächsten TÜV-Termin dastehst, keine Plakette bekommst wegen so einem Teil. Das muss nicht sein. Da kann man dann doch dem ein bisschen vorbeugen. Wenn du Interesse an Umbauten wie dem Lenker und anderen Teilen hast, die wir hier durchgeführt haben, schau dir gerne mal die anderen Videos aus dieser Reihe an. Weitere Technikvideos zu anderen Maschinen und Themen sind ebenfalls auf diesem Kanal vorhanden. In dem nächsten Video zu dieser Folge werden wir uns weiter mit der Basis beschäftigen. Da kommen jetzt beispielsweise neue Rückleuchten, noch weitere Anbauteile. Wir werden noch ein bisschen weiter auf Benes Geschmack eingehen. Also Bene ist der Besitzer dieser Maschine, falls du das noch nicht weißt. Ich lade dich dazu ein, diesen Kanal zu abonnieren. Und aktivierst du die kleine Glocke, dann bekommst du eine Benachrichtigung auf dein jeweiliges Gerät, wenn sich auf diesem Kanal wieder was Neues tut. Okay? Alles klar. Wenn du Bock hast, sehen wir uns im nächsten Video. Mach es gut. Bis dahin. Ciao.